Moin, ihr Sizzler! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir Highspeed Pulled Pork. In 4 Stunden wollen wir fertig sein. Eine Mischung aus Dutch Oven und Kohlegrill. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Manche haben immer Bedenken vor Pulled Pork, müsst ihr aber nicht haben. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist unseren schönen Schweinenacken nehmen und würzen. Ich würze den hier mit unserem Hashtag Barbecue-Gewürz ruhig üppig drüber. Jo. Übrigens, wer Hashtag Barbecue noch nicht kennt, das ist ähnlich wie Magic Dust, hat aber eine richtig leckere Honig- und Pflaumennote mit dran und passt einfach bestens zu Barbecue. Wir lieben es, entsprechend heißt es auch Hashtag Barbecue. Und wer es noch nicht kennt und mal kaufen möchte, schaut mal auf www.sizzlebrothers-shop.de vorbei. Da könnt ihr den nämlich unter anderem kaufen. Das hast du richtig geil gemacht, Johannes. Danke. Der Schweinenacken ist schön gerubbt und entgegen vieler Meinung nehmen wir ihn, ohne ihn 12 bis 24 Stunden im Kühlschrank ziehen zu lassen, und legen ihn direkt auf den Grill. Dieses Ziehen lassen hat eh keinen großen Einfluss. Der Nacken liegt jetzt im indirekten Bereich. Das heißt, ich habe hier links und auch rechts jeweils einen Korb mit Briketts gefüllt und gebe jetzt in jeden dieser Brikettkörbe einen so einen schönen Chunk. Das ist Ahorn. Die Chunks haben wir neulich gezeigt im richtig Räuchern-Video. Könnt ihr euch mal angucken, damit kann man die Dosis Rauch richtig schön dosieren und einstellen. Verlinken wir hier oben. Ansonsten haben wir noch so eine kleine Kartoffel mit einem Garraumfühler, dass wir messen können. Wir wollen 110 Grad im Grill, die haben wir auch. Und jetzt wird eine Stunde gesmoked und danach wird der 3 Stunden im Dutch Oven vollendet. Hoffe ich. So, die Stunde ist jetzt rum. Wir haben den Dutch Oven schon mal gefüllt mit so klein geschnittenen Suppengrünen. Das ist jetzt nichts, kein Hexenwerk. Ist ein Special Trick, einfach klein schneiden und reinschmeißen. Und jetzt machen wir mal Folgendes, und zwar ist der Nacken jetzt genau, der passt übrigens super, ne? Der passt echt super rein. Perfekt. In den Dutch Oven. Ich habe hier noch ein bisschen Dunkelbier und damit kippe ich einfach auf. Ihr könnt da alles reinkippen, worauf ihr Bock habt, aber Dunkelbier gibt eine richtig geile Note ab. Und das gieße ich jetzt einfach nochmal schön auf. So, eine Flasche muss reichen. Jetzt nehmen wir uns noch einen Thermometer, denn wir wollen ja schon wissen, was für eine Kerntemperatur wir haben. Am Ende müssen es nämlich über 90 sein, so zwischen 90 und 95. Das stecke ich hier einfach schön mittig ein. Und das Schöne ist an dem Topf hier, der hat so einen Auslass, da können wir es durchführen. Deckel drauf und dann kann das Ganze schon auf den Grill. Ne? Jawollo. Übrigens auf dem Grill, oh Gott, ich nehme den mal. Ich nehme das mal. Habe ich die Kohlekörbe zusammengeschoben. Das heißt, die stehen jetzt in der Mitte, noch ein paar neue Briketts aufgefüllt und so 6, 7 Briketts rausgenommen, glühende natürlich. Und auch dieses GBS-System vorbereitet, dass der schön in die Mitte passt. Und jetzt kommen noch unsere Briketts auf den Deckel. Das übrigens bitte nur mit Handschuhen machen, was er jetzt macht. Ja, ne? Also mit ohne Handschuh wäre schlecht. Wir haben jetzt bewusst nur 6 Briketts genommen, weil wir nicht zu viel Oberhitze haben wollen, sonst würde uns das Fleisch gegebenenfalls von oben verbrennen. Aber so kriegen wir eventuell von oben noch eine schöne Kruste. Genau. Und jetzt ist es auch relativ egal, wie heiß der Grill ist. Wir wollen von unten richtig Schub, deswegen sind die Regler offen. So kriegen wir richtig Hitze von unten. Die Flüssigkeit kann anfangen zu kochen. Unser Fleisch wird quasi geschmort und sollte hoffentlich in 3 Stunden fertig sein. Freunde, es sind exakt auf die Minute genau tatsächlich 4 Stunden rum und ich bin total begeistert, dass das Pulled Pork 95 Grad erreicht hat, verdammt gut riecht, verdammt gut aussieht und ich hoffe auch verdammt gut schmeckt. Jetzt könnte man das Ganze noch ruhen lassen, das kennt ihr ja auch, in Alufolie einschlagen, ruhen lassen. Darauf verzichten wir jetzt einfach, wir zerreißen das Ding sofort, weil wir es auch sofort verputzen werden, von daher ist das eigentlich egal. Ich nehme es jetzt hier mal raus. Guck mal, so, das, ich ziehe mir mal meine Grillhandschuhe wieder an, weil ich vermute, wir kippen noch ein bisschen Saft dazu. Yes. Eieiei, das sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Und der ganze Sud hier drin, da kann man sich noch ein Süppchen draus kochen oder so wie wir jetzt. Ich filter das mal so ein Stück weit. Oh, das reicht schon. Boah, aber ein bisschen Saft dazu. Und jetzt darf ich das Ding pullen. Ich bin gespannt. Also das Thermometer ging super einfach raus. Das hört sich saftig an. Das hört sich sehr saftig an. Oh Gott. Jetzt reißt das einfach so auseinander. Oh yeah. Oh ja, hier.
schöne Fasern. Sehr geil. Hat auch ein ganz klein bisschen Rauchring außen dran. Gut, ist eine Stunde gesmoked mit Ahornschanks waren das. Also milder Rauch, aber ich denke, das reicht uns. Lässt sich auch gut pullen? So, jetzt hast du erstmal genug gepult, Julia. Komm, ich will probieren. Ich muss hier erstmal probieren. Jetzt halt Pulled Pork, ne? Ah, ich glaube, ich muss noch mal einen Nachschlag nehmen. Super cool. Alter, wieder mal mega saftig. Und wenn man so ein Randstück nimmt, wie ich gerade, hat man ein richtig angenehmes Raucharoma. Das Coole ist halt, dass ihr wirklich in 4 Stunden Pulled Pork fertig habt. Und das ist mit sicher auch Rekordzeit, so viel steht fest. Also von daher. Unten schreien sie schon, weil sie auch alle Hunger haben. Nee, wir essen das jetzt auf. Ihr gebt dem Daumen fleißig Videos nach oben. Genau. Dem Video fleißig Daumen nach oben. Dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Mach's gut, bis dahin. Haut rein, ciao, Alters. Unverschämt lecker. Mm.